Digga, ich hab den gar kein. Die ganze Zeit getroffen, ich hab den gar kein Damage gemacht. Alter, jetzt bin ich arm. Report. Bist du auch tot? Oder konntest du den? Ich konnte beide töten und mich wiederbeleben. Warte, der Spaß. Ja, ey, du schuldest mir 1500. Niemals. Doch. Wie sie sich hier gerade hier durch die Wand backen, das ist ein bisschen nervig. Und ein bisschen. Alter, wie weit ich laufen muss. Oh nein! Nein, 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 Mama. Oh, easy, Alter. Easy gesaved. Ich komme, Daniel, warte auf mich. Ach, du lebst wieder, nice. Oh, du bist irgendwie tot. Oh, ich bin Held, ja. Und er lebt wieder. Daniel, läuft der richtig bei dir da hinten? Jo. Also, solange ich es immer killen kann, dann noch, dann geht's ja. Deswegen ist das Spiel ein bisschen strong alleine. So einen dicken Laserwerfer rausgeholt und jetzt werde ich alle. Ach, Raketenwerfer. Und jetzt werde ich die alle bumsen. So, 511. An die Arbeit! Wie viel Schild hast du eigentlich? Ich habe 672 Schild. Okay, ich habe jetzt 690. Wie viel Life hast du? 323. 347 habe ich jetzt. Was haben wir denn jetzt? Was aktiviert? Ah, wir lassen das Wasser ab, okay. Ah. Jo, wir sind im Weltall, wo ist denn das jetzt alles? Haufen Waffen hier, Alter, aber alles nur kleine Schusswaffen, das ist doch scheiße. Siehst du, hier waren überall Schusswaffen drin. Dafür habe ich den Knopf gedrückt, den hast du nicht gesehen. Aha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen den Teddy wiederholen. Nun schaffen Sie mich hier raus, bevor ich sterbe, verdammt! Ich hab Ihren Teddybären. Bin unterwegs. Gut, ich lasse Sie rein. Nein. Oh, es springt in mein Gesicht. Ich feuer es mit einer Rakete ab und dadurch sterbe ich. Schmerz ist rein. Los. Oh, super. Kein Problem. Wo kann ich den kritisch treffen, den Wichser? Ach da. Hi, meine Rakete. Sie sind ein Superkämpfer! Mann, ich lass sie rein! Mann! Und sonst sagen? Ha, freu ich mich aber. Oh mein Gott. Was auf der Time? Na los, du Wichser. Wo bist du? Eingang. Krieg ich meine Teddybären? Niemals. Beruhig mich. Alter, du brauchst Drogen, Alter. Damit du beruhigt bist. Ich hab F gedrückt! Danke für den Teddy! Ich hab schon viel weniger Angst! Ich lasse sie in das nächste Areal! Bring der Patrouille nicht um! Lol, okay, wie geht's weiter? Ich war gerade irgendwie abgelenkt. Easy. Also auf Avengers 2, das war echt mega geil, auch hier der Kampf zwischen Hulk und Iron Man. Wo Hulk einfach übel kassiert hat. Aber ich finde Iron Man ein bisschen weniger Glück und schon wäre am Arsch gewesen. Wir müssen ihnen einen Schritt voraus sein. Alter, die haben gar keine Chance rausgekommen. Trotzdem bin ich tot, komisch. Das lag nicht an denen.
Du willst, dass er das Fass geschaffen hat? Natürlich. Du willst aber der räudigste Hut in so einem Inkenny. Ich brauche ein paar Jacks. Gut, jetzt wo alle Gegner tot sind, tue ich ja meine Jacks. Das ist ja. Jo, auf jeden Fall. Zum Riechen. Brain ist wieder active. Ich schmeiß hier so gut wie nie Granaten, fällt mir gerade auf. Ich schmeiß die ab und zu, aber die jumpen so viel hin und her, das bringt gar nichts. Ich hoffe, sie töten diese Sache dort. Das muss stimmen. Kriegen wir ein paar Schlechter um! Ein Schild da, Alter. Sollen wir jetzt komplett rumlaufen? Oh Mann. Lass mich links abbiegen. Geht's auch nicht Leiter weiter? Leiter? Hm. Nee, Leiter geht's hier nicht. Ach, wir sollen kloppen. Hey, meine Keycard ist mir runtergefallen und ein Stalker hat sie gefressen. Können Sie sie finden und mich hier rausholen? Die Schlüssel sind Ihnen runtergefallen und ein Stalker hat sie gefressen, Trottel. Hey, ich habe einen Doktor in Iridiumforschung. Nicht den Schlüssel festhalten und bloß nicht fallen lassen. Den Kurs hat mein College nicht angeboten. Ah, so lustig. Ach, Studenten. Alter, ich habe noch nie so einen lustigen Witz gehört, Alter. Ich vom Stuhl gefallen. Doc Grayson hat an der Tarntechnologie gearbeitet, die für Hyperions Scharfschützen einsetzen will. Stell dir vor, die gehen in Stellung, werden unsichtbar und... Die Schurken haben keinen Schimmer, was sie getroffen hat. Und die werden sie natürlich denken, es war eine Kugel, weil da auf einmal ein Loch ist, aber jedenfalls wird's cool. Das ist das Vieh, das meine Keycard gefressen hat. Töten Sie es! Wo ist mein Raketen? Ja, der keine Munition hat. Nice! Geil! Spam die, Daniel, spam die! Nehmen Sie sie bitte. Gut, jetzt lassen Sie mich raus. Ich gehe in Jacks Büro, um die Verteidigung der Helios abzuschalten. Alter, einfach mehr bitte. Wo kommen denn alle her? Alter, der macht aber. Er hält jede Menge aus, der Wichser. Du bist tot. Vorhin hat er viel ausgeteilt. Wie schnell war der? Junge! Ist halt so geil, wenn du die anzündest oder die mit Schock machst. Die sind zwar unsichtbar, laufen weg. Aber du kannst sie ja immer noch sehen, weil die halt diese Flamme hier haben. Jo. Das ist ganz praktisch. Das war alles. Gleich Level 20, das geht echt schnell. Ich hab 21.666. Ich hab 19.000, weil ich die ganze Zeit sterbe. Also ich bin ein Good Guy, ich belebe meine Freunde wieder. Daniel denkt sich immer, nö, du hast für sterben. Ja, das stimmt. Der hat doch genug Geld, der Olle. Jo. Mal reinschweinen. Kann nicht wahr sein, ne? Bist aber, ohne Witz, bist aber der größte Hurensohn, den ich kenne. Sei getröstet, da ist nichts Gutes dabei. Mir nur einen Haufen Geld bringen. Mehr nicht. Schade. Ja, werde ich mir merken. Was bist du eigentlich für eine Klasse? Keine Ahnung. Mhm.
Danke für die Hilfe. Ich enttarne den Ausgang. Oh, ich bin runtergesprungen. Wow, coole Tarnvorrichtung. Ja, habe ich für Jack aus Stalkerdrüsen gemacht. Soll wie seine Taschenuhr aussehen. Kannst du es ihm geben? Nein. Ups. Wozu haben Sie eigentlich Hände? Mann, ich habe eben einen leichten Tatterich. Danke, dass Sie es mir reinreiben. Trottel. Gut gemacht. Alle Wissenschaftler sind sicher und wir können dich zum Laser bringen. Wir treffen uns bei Jack. Gerät zu Jack. Motorik. Ach, den kannst du mir wieder zurück. Kontrolliert Sabaton immer noch das Verteidigungssystem der Helios? Wir haben das Störsignal auf Alpes abgeschaltet. Die Kammerjäger sollten euch eigentlich gar nicht retten müssen, damit ihr die Schilde runterfahren könnt. Nichts für ungut. Sarpedon könnte einen schwächeren Störsender am Körper tragen. Sie könnte auch noch einen Maulwurf auf der Helios haben, wie den Bürif. Oder sie hat das Verteidigungssystem umprogrammiert. Oh, Moment, Moment. Es könnte noch einen Verräter auf der Helios geben? Das ist nur eine Möglichkeit. Ich... Jack? Jack, sind Sie noch dran? Denk daran, wir haben immer gelöscht. Na gut für dich. Kann ich, sag mal Bescheid, wenn ich TP'en kann, wenn du aus dem Shop raus bist. Okay. Geh ich mal raus. Okay. Ist noch da? Ja. Okay. Ich habe nur gerade einen Token am Einlösen, aber ich habe nur einen. Fertig? Jo. Nice. Gerade ein paar Tickets. Ich habe mal eben auf den Tabak geschaut. Okay. Easy. Okay. Was spielt das eigentlich? Ich hab Spätschicht. So lange aber für uns nicht. Jo. Ich weiß, ich nehme die Quests an, ich weiß ja nicht, wie viele wir davon machen. Hey, ich habe euch ein bisschen ausspioniert. Keiner. Freundlich, nicht fies. Oh. Und die Dateien sind im zentralen Terminal. Nur für den Fall, dass hey, du Bastard mich überleben, will ich nicht, dass sie euch reinkriegen. Es ist mir eigentlich untersagt, das zu verraten, aber es reimt sich auf Timothy. Roe und ich haben uns von der anderen Seite der Helios hierher durchgeboxt. Ich hoffe, auf der Seite hier war's lustiger. Die Wissenschaftler haben die Verteidigungsanlagen, die den Laser schützen, deaktiviert. Eine Sache wäre noch zu tun, bevor ich dich losschicke. Lass uns reden. Oh, hey, cool. Ein Tarngerät, hä? Danke, Doc. Danke Ihnen, lebe ich noch. Bin Ihnen sehr verbunden. Sie sind toll. Sie sind toll. Sie haben die Verteidigungsanlagen deaktiviert, die den Monsterlaser schützen. Der letzte Wissenschaftler ist der Spion. Wir gehen jetzt abschalten, aber ich rufe jetzt mein persönliches Fluchtschiff, das Sie hier wegbringt. Kammerjäger, drück den Knopf da drüben. Weißt du warum? Keine Ahnung, verrat's mir. Weil die ganzen Bösewichte nicht mal waren und komischerweise hat er ein Tarngerät. Interessante These. Könnte, ich sagte könnte. Hunderte unschuldiger Leben stehen hier auf dem Spiel, Kinder. Da kann ich kein Risiko eingehen. Einmal eine Kugel in den Rücken kriegen, selber schuld. Aber zweimal... Tut mir ja auch wirklich leid, falls euch das tröstet. Ich denke, das ist so, weil alle Gegner waren getarnt und er hat ein Tarngerät entwickelt. Ach, er lässt sie alle. Und tschüss. Bisschen Luft einhalten, dann geht's. Hätte nicht gedacht, dass du das bringst, Jack. Ah, das fühlte sich gut an. Wie auch immer, lass uns reden.
Kann man die von hier sehen? Der Helios ist frei. Geh durch den inneren Rumpf dorthin und öffne das Schnellreisenetzwerk, damit ich das Auge abschalten kann. Roland und Lilith, ihr bleibt hier und verteidigt mein Büro. Kann sein, dass ich mich noch hierher zurückziehen muss. Klingt nach einem Plan. Roland, das war Mord. Klingt nach einem Plan. Wir sehen uns, wenn du zurückkommst. Sieh mal, hätte ich die Wissenschaftler nicht eliminiert, hätte einer vielleicht die Verteidigungsanlagen wieder aktiviert, während du durchgegangen bist. Du wärst gegrillt worden wie ein Skagsteak. Denk da mal drüber nach. Du musst mir nichts erklären. Ich fand, das war ein cleverer Schachzug. Okay. Oh, wie der Mond jetzt aussieht, ey. Mega geil. Dann können wir das Auge der Helios abschalten. Moxi, ich muss dich sprechen. Der was? Ja, in dem Rucksack da hinten. Was hast du gesagt, Daniel? Nichts. Aber nee, warte, das war dann mit dem Mond. War mit dem Mond. Wie geil der jetzt aussieht. Was? Ja, der mit den Schäden und so. Punkt, ja. Jo, die Schäden, die der Laser da verursacht hat. Ja, schon ist krass. Als ob er den Alba, ich hätte da ein neues Aktionsfeld für dich. Jo. Alex! Ich will auch welche. Ich habe bei der Forschungs- und Entwicklungseinrichtung ein paar super coole experimentelle Waffen für euch angefordert. Aber die meinen, ihr Computersystem hätte eine Störung. Willst du dir das mal ansehen? Ja, haben wir eine Wahl? Wo müssen wir denn lang? Untersuche das. Das ist das Problem. Forschung und Entwicklung ist das Ziel. Schnell reise. Das ging schnell, wa? So lustig. Ich hab. Kann mich kaum zusammenreißen. Ja, ich auch. Der kommt fest. Don't know. Mach ich das machen? Oh. Mir egal, kann man machen. Die Stars, Ananas. Also, wo sind denn unsere Quests? Wir haben so. Drück mal. Wir haben so viele Quests. Jo, ne? Wir haben enorm viele Quests. Ja, wir machen die einfach. Jolo. Wir machen jetzt die, die, glaube ich, ausgelöst ist. Dann nehmen wir mal die nächsten an, würde ich sagen. Jo. Aber wir haben auch schon so viel erledigt. Quests. Ja, Spiele, wenn man will, kann das Spiel aber 100 Jahre gehen. Sieht so aus, als würden die zwei Claptraps den Betrieb aufhalten. Finde raus, was sie da treiben. Clapdinger, solltet ihr nicht gerade Knarren für mich herstellen? Ich würde dir gerne eine neue Waffe bauen. Aber mein Kollege und ich können uns nicht einigen, welche Waffe wir als nächstes fertigen. Ich habe eine Laserwaffe mit meiner unendlichen Weisheit gestreichelt und sie so zur sinnlichen Perfektion gebracht. Ich habe einen Granatenmod gebaut, der Schneebälle schleudert. Der ist lustig, Jack. Ein Riesenspaß für die ganze Familie. Oh, das kenne ich. Die zwei diskutieren ewig weiter, wenn du das nicht unterbindest. Besorg dir einen Ruhigstellbolzen. Jack, ich habe heute ein Lied gelernt. Und Pause. Früher Claptraps mit allen möglichen Persönlichkeiten hergestellt. Bösartige, nervige, freche, nervige. Die beiden habe ich mit den Voreinstellungen friedlicher Krieger und sexy Größenwahnsinniger gebaut. Ich dachte, wenn die zusammenarbeiten, kommt bestimmt was total Irres dabei raus. Aber das war wohl nichts. Ich würde sagen, wenn wir uns aussuchen können, würde ich wohl den Granatmod mit Schneebällen nehmen. Ich würde genau den anderen nehmen.
Weil ich einfach Laserwaffen schon fokussiert. Aber das ist halt nicht so stylisch, als wenn du mit einer mit Schnäbeln abwerfen kannst. Ach, Schnäbel. Du musst ja an den Entertainment-Faktor denken. Kein Fall. Oder man kann, jeder kann wieder selber auswählen, so wie es bei den letzten Malen war. Wäre nicht schlechter. Ich würde einfach so lange mit Schnäbeln in die Fresse werfen, bis du dich umentscheidest. Dieser Rundstellbolzen sollte einen der beiden Claptraps im Waffenlabor deaktivieren. Geh hin und stell einfach den Claptrap kalt, dessen Waffe dich am wenigsten interessiert. Oha, ich würde sagen, wir werfen eine Münze. Ich werf's da. Ich sag dir das Ergebnis denn über TS. Du bist lustig. Du wolltest eine Mütze werfen. Okay, wir machen das anders. Okay, pass auf. Nee, warte, wie geht das? Dann ist der für eine Weile und raus bist du, kannst du ja einfach bloß sagen. Nee, ruf und raus bist du. Mein Geist, schwindet. Tja, ein Claptrap weniger auf der Welt, was? Leute, ich kann doch nichts für, ich wollte die Schneewelle. Ich wollte die Schneewelle. Ich bin übrigens Level 20, geht echt übel schnell. Ich habe irgendeine richtig krasse Waffe. Da ist so ein Stern oder so hinter. Ne, so krass ist die nicht. Na, nicht die. Eins von euch. Ich habe einfach eine Pistole. Ach ne, ist eine Laserwaffe. Oder? Wow. LOL! Ja, ich glaube. Du hast so ein dickes Ding und ich hab so ein Drecksscheiße. Ja. Können wir mal sehen. Kommt doch auf die Größe an. Ja, du bist ein kleines. Wie heißt die? Warte. Ich kann erstmal erhöht. Ich glaube, die hatte ich schon vorher drin. Ne? Ja, ich hab's ja. Destabilisierung Mini-Laser. Aber ich hab Eis, du hast Dings, ne? Ja. Mhm. Gut. Okay, ja gut, das ist eine Schrotte, ne? So, ich skill noch eben einmal und dann ist der Part auch schon beendet. Beendet. Wenn er ein Freund oder ein Ding. Ja, ich nehme auch das. Okay. Würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Haut rein. Ciao.